Hey zusammen, das hier ist das Motorola Moto One Action und wir klären in diesem Review, ob es wirklich so viel Action bringt, wie es verspricht. Im Laufe dieses Jahres hat Motorola einige Geräte der One-Reihe rausgebracht. Angefangen beim Motorola One hin zu Motorola Moto One Action. Das One im Namen der Motorola-Geräte steht in jedem Fall immer dafür, dass sie der Android One-Reihe angehören. Bedeutet, sie bekommen stets die neueste Android-Version und sind eigentlich überhaupt nicht mit Zusatzsoftware von Drittanbietern überlagert. Zwar geht Motorola den Weg auch mit ihrer Moto G und Moto E-Reihe, allerdings kommen die Updates auch dort etwas verzögerter als auch tatsächlich auf den Moto One-Geräten. Allerdings ist auch das Moto One Action mit der in meinen Augen wirklich besten Version von Android bestückt. Und ich meine nicht Android 9. Android 9 ist schon gut. Ich meine das, was Motorola daraus macht. Das Smart Display, dass das Display anbleibt, während man drauf guckt. Die smarten Benachrichtigungen, dass das Display schwarz bleibt, nur die Uhrzeit angezeigt wird und in kleinen Piktogrammen die Symbole der Apps, die eine neue Benachrichtigung gesendet haben, auf die man schnell hoch und runter swipen kann. Ich meine, dass man im Handgelenk drehen kann und die Kamera startet. Ich meine, dass man zweimal hacken muss und der Blitz angeht, damit die Taschenlampe leuchtet. All das sind Features, die nicht revolutionär sind und die Motorola auch wirklich schon seit vielen, vielen Generationen in ihren Handys verbaut. Mein Motorola Moto G4 Plus aus 2016 hat diese Funktionen schon. Aber sie machen ein Handy einfach wirklich rundum smart. Klar, kann ein Samsung Galaxy S10 so einen kleinen Ring um die Aussparung der Kamera im Display leuchten lassen. Das kann das Moto One Action nicht, und dazu kommen wir gleich noch. Aber für den Preis von 250 Euro, den man sich während dieses gesamten Videos vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten sollte, bietet das Motorola One Action an smarten Features eine ganze Reihe. Aber arbeiten wir uns einfach mal von außen nach innen. Denn das Moto One Action besteht rundum aus Plastik. Das ist natürlich ein Downgrade, wenn man gedanklich mit einem iPhone 11 oder auch nur mit einem Moto G7 Plus spielt, das rundum aus Glas besteht. Aber eure GoPro Action Kamera steckt ja nun mal auch in ein Plastikgehäuse, oder? Und genau darum macht mir das viele Plastik gar nichts aus. Alles ist fertig verarbeitet, es knarzt nichts und die Kanten schließen sauber ab. Zwar leider nicht so dicht, dass man das One Action mit auf einen Tauchgang nehmen könnte, aber die Verarbeitung gefällt mir doch insgesamt ziemlich gut. Unten finden wir einen USB-Typ-C-Port. Rechts alle notwendigen Knöpfe und oben ein 3,5 mm Klinkeanschluss. Hinten schauen sie drei Kameraaugen mitsamt einem Blitz an. Zu den Kameras gleich mehr. Und vorne. Naja, das Display eben. Könnte man jetzt sagen. Aber so langweilig wie das klingen mag, ist es gar nicht. Denn schon wie beim One Vision verbaut Motorola hier ein 21:9 Display mit einem Loch oben links in der Ecke. Wie auch immer man es nennen mag, es beherbergt die Frontkamera und ist leider schon auffällig groß. Dieser Tatsache geschuldet sind auch Elemente wie die Benachrichtigungsleiste in der Software überdimensional groß, was in meinen Augen den ästhetischen Look von Android 9 nicht gerade zuträglich ist. Und dieses Problem finden wir ubiquitär über die ganze Software verteilt wieder. Denn nur zögerlich passen sich Apps und Spiele dem neuen und bislang ungewohnten Displayformat an. Aber dafür fühlt sich das Display trotzdem sehr nach Zukunft an und die Bedienung macht wirklich Spaß. Wenn Google weiter intensiv an dem Android-Nachfolger Fuchsia OS arbeiten sollte, das nur auf eine Bedienung mit Instagram-Stil setzt, könnten Geräte wie das One Action ihre Vorzüge vollends ausspielen. Das Display an sich reicht vollkommen aus. Es ist nicht zu scharf, aber auch nicht zu blass. Es zeigt an, was es anzeigen soll und quittiert seinen Dienst nur in direkter Sonneneinstrahlung. Jetzt in Herbst und Winter also absolut kein Problem. Ebenso kann ich die Performance beschreiben. Denn wie gewohnt fuscht Motorola nicht an irgendeiner guten Performance von Android herum, sondern lässt alles so, wie Google es schuf und profitiert so von einer durchweg rasanten Performance. Auch wenn dieser auf den Schultern von einem Samsung Exynos-Prozessor liegt. Dieser genehmigt sich gerade bei Spielen die ein oder andere Gedenksekunde, steht im Alltag aber immer mit ausreichend Leistung parat und reicht für die gewöhnlichen Anwendungen mehr als aus. Und dank Android One ist dies auch für die nächsten Jahre sichergestellt, denn Updates sind garantiert und erfahrungsgemäß altern Motorola-Geräte sehr moderat und können auch in 4 Jahren noch durchaus als Daily Driver dienen. Nun aber zu dem Punkt, der um das One Action herumschwirrt wie die Wespen um den Bienenstich. Die Kamera. 3 Stück sind es an der Zahl, eine mit 12 Megapixeln zum Fotografieren, eine mit 5 Megapixeln, um Tiefeninformationen zu gewinnen und eine mit einem 170 Grad Blickfeld und einem um 90 Grad gedrehten Sensor, um zu filmen. Auf diese Weise könnt ihr das One Action senkrecht in einer Hand halten und gleichzeitig im Querformat Videos drehen.
Eindeutig eine sehr gute Idee, filmen doch die meisten Menschen mit ihren Handys im Hochformat und laden diese dann unvorteilhaft auf ihren Social-Media-Kanälen hoch. Wer ernster filmen will, will und sollte einfach im Querformat filmen. Daher macht das One Action hier einiges richtig, nimmt es einem doch den lästigen Akt des Handydrehens. Die Kamera filmt in 1080p, mit Bildstabilisierung und der erwähnten Weitwinkligkeit. Aber irgendwie sehen die Ergebnisse nicht unbedingt schön aus. Die Standardlinse bietet hier mehr an Dynamikumfang und mehr Details. Zugegeben, ich konnte das One Action jetzt leider nicht im Skiurlaub oder beim Wandern ausprobieren. Vielleicht hätte dann die bequeme Bedienung vor der Qualität überwogen, aber momentan bin ich noch nicht vollends überzeugt. Dafür sehen die Bilder der Hauptkamera ordentlich aus. Es sind solide Mittelklasse-Bilder mit einer guten Dynamik und Schärfe. Hier zeigt sich auch wieder, dass keine KI oder sonstige Bildverbesserung ihre Finger im Spiel haben. Einfach Handy zücken, ausrichten und abdrücken. Und dabei wissen, dass die Kamera mit den meisten Situationen zufriedenstellend fertig wird. Eigentlich lässt sich dieser Satz gut auf das ganze Review anwenden. Das Motorola Moto One Action geht hier und da neue Wege und setzt eindeutig Akzente. Ob das immer gelingt, muss jeder an seinen individuellen Erwartungen messen. Aber egal, wer sich für das One Action entscheidet, kann sich sicher sein. Zu jeder Zeit ein solides Smartphone mit ausdauerndem Akku, einer vernünftigen Kamera und durchweg guten Performance zu besitzen. Und genau darum muss ein Handy in meinen Augen keine 1000 Euro kosten. Manchmal tun es eben auch 250 Euro. Und die Abstriche, die dabei gemacht werden, sind vielfach kleiner, als man zunächst annehmen mag.